Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu Part 4 von Daylight. Wir haben letztes Mal eine Kanalisation aufgehört und da werden wir auch schließlich weitermachen. So, gucken, hier habe ich wieder diese extremen Frames-Einbrüche, Wahnsinn. Habe ich ja schon vorgelesen, aber nochmal zur Erinnerung, wegen den Frames-Einbrüchen, das liegt nicht am PC, also das liegt irgendwie an der Performance des Spiels selber. Alter, vor allem... Oh. Was ist denn eigentlich hier, dass das so extrem Frames braucht? Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Oh, Riesenöfen. Also hier ist richtig extrem. Die haben eigentlich heute ein Patch rausgebracht, aber irgendwie... Also ein paar Bugs wurden behoben. Also Soundbug zumindest, aber so die Frames-Einbrüche, sonst läuft ja flüssig. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. Mercer hat mir gesagt, ich könne nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gebe zu viel Arbeit für mich und ich könne nicht ständig herkommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich wahre Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch, hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre, aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist etwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Oh, das ist ein gruseliges Bild irgendwie. Aber es hat was. Sieht schon gespenstlich aus. Schnochenzettel. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Scheint im Betrieb zu sein. Oh ja, übelst viel Spinnen jetzt. Mal schön reinlaufen. Ah, guck mal, was gibt's noch hier Schönes? Ich mach mal einen Löschstab an, weil da haben wir eh wieder neue. Datum 13. Oktober 1932. Mitarbeiter Adam Peterson. Gewartet. Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier rauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss die wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Ist irgendwie logisch. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würden ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief, aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 13, 13, 13, 13. Kann ich mit jetzt nichts anfangen. Boah, es geht dann weiter. Sagt mir gar nichts. Doc, ich habe getan, was sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnungen von Patientin 13 wurden zerstört und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten sie vom alten Heizofen und in den Tunnel? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Sicher? Sieht doch nicht so aus. Jetzt an der Oberfläche oder so. Da sehe ich ja schon mal Licht. Quiet. So quiet. All I ever wanted, all I ever needed. And I got it too. Oh, I got it alright. But now you're here. It's you and me. Ja, hier scheint Licht durchzukommen.
Okay, ein schönes, krasses Bild. Sagt mir aber gerade nicht. Boah, also ich muss hier raus, denn die Feldsäbelchen nerven mich auch langsam. Ach da, ich will gerade sagen, wo kommt man hier raus? Oh, wir kommen tatsächlich raus. Oh, wir sind am Strand. Oh, das sieht ja voll schön aus hier. Aber rein können wir nicht. Da ist noch eine Stadt. Boah. Aber da kommst du halt nicht hin. Cyber kann nicht schwimmen. Und das ist so schlimm. Ja, aber ich glaube, das Wasser ist eh eiskalt. Würde es nicht überleben. Kann man so dran drehen, drehe ich einfach mal. Also das ist wenigstens mal eine abwechslungsreiche Location. Okay, ich habe zu viele. Oh. Okay, was. Ich weiß nicht, was die Bilder zu sagen haben. Es sieht aus wie ein Obdachloser, aber. Ich weiß nicht, was das hier zu tun hat. Vielleicht kann es mir einer erklären. Nö. Kann schon hochklettern? Wir haben was weggemacht, ausgemacht. Vielleicht hier? Nee. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Ne, wo ist denn hier eine Kiste mit Seil? Benutzen. Hä? Muss man das anzünden oder was? Ja. Deswegen war hier so ein Flair-Ding. Sag mal, du hättest ja drauf gehen können. Hier ist noch ein Zettel. 19. Mai 1986 betrifft Jason Bertelle. Es wird vermutet, dass er den Sturz überlebt hat, aber später seine Verletzung erlegen ist. Der Verlust der Augen ist ungeklärt. Obwohl manche glauben, es könnte sich während des Sturzes ereignet haben. Die Ärzte wollten eine Autopsie durchführen, aber wir werten die Angelegenheit als Unfall und wenden uns anderen Dingen zu. Die Familie des Verstorbenen wurde benachrichtigt. Also ist ja zumindest... Entschuldigung. Ist ja das Mindeste, was man machen kann. Das wäre sonst richtig assi, wenn die Familie nichts weiß. Muss bestimmt hier rein, wa? Also ein Zettel. 26. Mai 1986. Betreff unerklärliche Vorfälle auf der Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen.
Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige antwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen, doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtetwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Ja, sehr beruhigend. 16. Juni 1939. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von White Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord gefunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Die Überlebenden wurden sofort in das White Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. War eine lange Woche und sie wird noch viel länger. Alle haben nach dem Bootsunglück extra Schichten gearbeitet. Niemand weiß mehr, was man sich noch sagen soll. Jetzt habe ich kurz den Überblick verloren. Ich wollte kurz gucken, wie lange ich aufnehme. Meine Schwester ist auf dem Boot gestorben, aber ich gebe trotzdem alles. Diese Patienten brauchen uns, selbst jene, die uns nicht mehr ausdruckslos ins Leere starren können. Selbst jene, die mit ansehen mussten, wie ihre Freunde und Angehörige wegen eines Wahnsinnigen ertrinken und diesen Albtraum immer wieder durchleben. Wir tun alles, was wir können, weil wir es müssen. Schwester Elizabeth Daniels. Juni 1939. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootsmaschinisten. Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist, und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Ja, selbst heute noch bei unserer Zeit verunglücken Riesenschiffe. Man vor 2 oder 3 Jahren, das Schiff liegt heute sogar noch an der Küste, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, in Italien oder Spanien oder so war das, was auf der Seite gekippt ist. Oh, da ist ein Feuer. An einer Klinik. There's no escaping fate. Können wir nicht. Datum 7. März 1933. Wir erhalten ununterbrochen anonyme Meldungen von besorgten Leuten über Leichen, die an das Ufer gespült wurden. Diese Berichte werden meist von Zeugen begleitet, die angeben, dass die Verstorbenen Gefängniskleidung tragen. Die mit der Anstalt auf Mad Island übereinstimmt. Aber jedes Mal, wenn wir an dem Ort des Geschehens eintreffen, sind die Leichen auf mysteriöse Weise verschwunden. Das Einzige, was uns erwartet, sind ein paar Krähen. Wir behandeln diese Anrufe bis auf Weiteres mit niedriger Priorität. Vermutlich sind das nur ein paar Kinder, die sich einen Scherz erlauben. Ich hätte sie lacht hier, ist jetzt auch von der Leiche. Okay, hier müssen wir lang. Oh. Ein Wald. Willkommen in Slenderman. Auf Daylight Art. Exit, the end. What is it, Sarah? Ich habe gelesen, wir dürfen die Hexe nicht in die Augen gucken. Deswegen heißt es ja Daylight. Don't look back. Also nicht als Titel, sondern man sagt das immer. Don't look back. Also nicht angucken. Einfach rennen. Egal was da ist, das ist ein riesig offener Platz. Und wenn man die roten Titten immer einsammelt, wird es immer schlimmer. Je mehr man hat, desto schlimmer wird es. 14. Februar 1987. Auf Druck des liberalen Ratsangehörigen Anthony Wesselman hat der Stadtrat von New Kipling in Erwägung gezogen, Ermittlungen über die Sicherheitsvorkehrungen, die des bereits seit einiger Zeit in Konstruktion befindlichen Hospizprojekts von G&C Investment Corp auf Might Island einzuleiten. Das Projekt erlitt bereits 3 Rückschläge, nachdem Bauarbeiter tödlich verunglückten. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied des Stadtrats und noch nie ist mir ein desaströseres Bauprojekt untergekommen. G&C wurde bereits mehrmals wegen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften belangt. Aber dieses Projekt stinkt zum Himmel.
Ich bin fest entschlossen, dem auf den Grund zu gehen, sagte Wasserman bei einer Tagung des Rats am Donnerstag. Ihm widersprach die Ratsangehörige Shirley Johnson, die von mehreren Arbeiterverbänden aufgerufen wurde, sich der Abstimmung wegen ihrer Verbindung zu G&C Investment Corp zu enthalten. 7. Januar 1987. Der Aktienkurs von G&C Investment Corp ist gestern inmitten schädlicher Gerüchte um das ohnehin bereits krisengeschüttelten Bauprojekt um 30% gesunken. Laut einer anonymen Quelle im Unternehmen wurde der Ort mehrere Gräber entdeckt, die mehr als 300 Jahre alt sein sollen. Obwohl über den Inhalt der Gräber nichts bekannt ist, mutmaßte derselbe anonyme Kontakt, es könne sich um archäologische Überreste amerikanischer Ureinwohner handeln. Wenn das stimmt, könnte das den Bau weiter verzögern und gar zum völligen Stillstand bringen. Also im Wald finde ich noch ein bisschen beruhigender als enge Räume oder so Gänge. Lass mich in Ruhe. Ich will nur Pilze sammeln. Nicht angucken, nicht angucken. Ah, renn um dein Leben. Die verschwindet dann automatisch. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Action zeigen, aber... Alter, wo ist denn hier noch was? Die ist wieder hinter mir. Joe, ich habe Warner und Morgan für das Beobachtungsteam ausgewählt. Sie werden mit der Pfeilrammer den gelockerten Boden nach Test stabilisieren. Why? Aber teleportiert die sich hier? Da ist er. Wow, guck mal näher. Wir brauchen noch ein Relikt. Wow, du, ja, du bist so hässlich, Alter. Ja, hier müssen wir dann hin. Beziehungsweise wir müssen ja mal noch ein 1 finden und dann diesen Schlüssel holen. Ah, da ist noch was. Wow. Sagt er, es wird immer schlimmer, wenn man mehr Rote einsammelt. Krankenhaus auf Might Island vor Wiedereröffnung. 11. Januar 1986. New Kipling und G&C Investment Corp haben sich zusammengeschlossen, um mit Island zu modernisieren und eine Hospizbetreuungseinrichtung zu errichten. Dank großzügiger Spenden von G&C wurden einige Bereiche des Krankenhauses von Mount Island bereits renoviert und wieder zugänglich gemacht. Nach Fertigstellung des Hospices, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, werden Krankenhausmitarbeiter überstellt und das alte Krankenhaus wird abgerissen. New Kipling ist erfreut über die Gelegenheit, diesen wichtigen Bestandteil der Stadtgeschichte wieder aufleben zu lassen. It's here. Da ist noch eins. Bodentest führen zu neuen Desaster und Todesfall. 28. August 1987. Während der für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von G&C Investments laufenden Bodentest auf Mad Island geriet der Bauarbeiter Wilson Warner unter ein Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwiegender Unfall ist bekannt, es waren jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. G&C Investment hat sich noch nicht dazu geäußert. Oh, das muss ich rausschneiden, den Schnäuzer. Also mal gucken, wo der Schlüssel ist. Hau ab, du hässliches Kind. Wo könnte der sein? Wow, der war so vor mir. Hat schon gerissen, die Alter. Da ist er. Oh, eine Puppe. There is no escape.
Psycho vor. Verschwunden. Hä? Ich hab mal gedacht, es wird echt ein bisschen schlimmer, aber ich find's eigentlich voll gechillt. Vielleicht kommst du auf den Hasenloch. Ey, scheiß Heuschnupfen. Daten werden gespeichert. So, das war Part 4. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken und ich hoffe, ihr fandet das jetzt, naja, ich weiß, es war jetzt gerade nicht so aufregend, aber ich hoffe, ihr schaltet trotzdem beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin Tobi von Turbulent und wir sehen uns beim nächsten Part. Auf Wiedersehen!